Gigantische Monsterspinne terrorisiert Haus. Zwei Männer aus der Dominikanischen Republik entdecken die gewaltige Tarantel an ihrem Hauseingang. Das Tier ist fast so groß wie ein menschlicher Kopf. Bedrohlich klettert sie nach oben. Einer der Männer schnappt sich einen Holzstock, schlägt die Spinne zu Boden. Doch noch ist sie nicht außer Gefecht. Auf dem Boden liegend haut er weiter auf sie ein, schlägt sie in die Flucht, bis die Tarantel irgendwann verschwunden ist und die Männer dann endlich aufatmen können. Trotzdem, die feine Art war das von den Freunden nicht, denn die Spinne hat vermutlich nur Unterschlupf gesucht.